Willkommen zu einem neuen Part. Jetzt bin Tomb Raider Underworld. Und hier ist Sandpit-Dracht. Ja, ich habe überlegt, wie wir hier irgendwie diesen Luster hier runter bekommen könnten. Dann habe ich diesen. Ich kann es jetzt nicht Knopf nennen. Meine Güte. Hebel. Ja, habe ich gefunden. Aber irgendwie denke ich mir, der Hebel ist dann für die Tür unten zuständig. Und dieses Ding hier ist dazu zuständig, dass wir zum Hebel kommen. Und was da rum ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in so einem Durchgang. Ich meine, früher hat man es ja immer so gemacht, man hat irgendwie drauf geschossen. Aber ich glaube, bei dieser dicken Eisenkette wird sich das irgendwie wenig bringen. Drauf schießen und solche Sachen halt. Ja, toll. Wie machen wir das? Ich überlege auch gerade, warum dort oben, da sind ja auch noch so zwei Flächen, warum die da sind. Ich habe null Ideen gerade. Da kann ich ihn auf. Ja, versuchen wir einfach mal irgendeinen Weg. Vielleicht kommt uns ja noch eine Idee. Puh. Jetzt können wir auf die Birne springen, aber das bringt sich nicht viel. Aha. Okay. Aha, jetzt können wir irgendwie das hier. Oder vielleicht sollen wir das hier. Ja, vielleicht sollte ich mich doch für den Ring entscheiden, der schon halber durch ist. Mann, ich hab aber keine Ahnung. Was habe ich jetzt hier zu tun? Ich meine, die haben gesagt, drücken Sie. Uiuiuiui. Ah, das war wohl doch die richtige Entscheidung. Okay, manchmal ist es auch einfach wichtig, dass man sich mal verdrückt, ne? Aber muss ich das jetzt immer mit einer... Wie habe ich denn die geschossen? Ja, verstehe. So geht's auf jeden Fall schnell. Muss ehrlich sagen, das ging irgendwie schneller als früher immer. Das kann man immer noch machen, gut zu wissen. Irgendwie überlege ich gerade, wie ich da hinauf kommen soll. Ah, ich habe da eine Idee. Ich habe da eine ziemlich gute Idee sogar. Einfach so rüber. Das war's nicht. Tja, schade. Ja, da kann ich mich abseilen, glaube ich. Aber ich würde gern irgendwie hinunterspringen, so. Hui. Mir tut der Kragen irgendwie leid. Und ich meine, was hätten die Lehrer sonst tun sollen? Es gibt eben nur eine Tür, durch die man hier kann. So, jetzt werden wir noch ein bisschen tauchen. Schätze suchen. Wäre doch gelacht, wenn hier keine Schätze wären. Tja, und jetzt? Ich finde es seltsam, ich meine, müssen wir da jetzt eigentlich ganz hinauf? Da war ich ja noch nie. Aber ich würde irgendwie gern hinauf. Und was passiert, wenn ich hier diesen Hebel betätige? Also nix.
gut, aber irgendwas mit der Tür wird sein, oder? Klar. Was soll das? Ich war noch nicht mal ganz oben, aber die Tür ist schon offen. Seltsam irgendwie. Und abgeseilt bei den anderen Dingen habe ich mich auch noch gar nicht. Okay, wir suchen jetzt irgendeinen Weg hinauf, weil ich möchte wenigstens einmal oben sein und was weiß ich. Irgendwas da oben machen. Das war gerade. Jetzt ist es mir klar. Natürlich. Ich meine, ich habe mich immer gefragt, warum es so komisch durchs Wasser geht, aber ich meine, wie macht das ihr, wenn ihr durchs Wasser geht? Wenn ihr jetzt, was weiß ich, irgendwo schwimmen gehen wollt, dann geht ihr mal durchs Wasser. Da geht es ja auch nicht gerade schnell, oder? Ah, es ist immer nur die Ansichtsweise. Ah, ich glaube, auf den Stangen kann man ja sogar stehen. Ich muss erstmal wieder reinkommen, weil es ist total anders als Legend irgendwie, weil ja so viele neue Features dazu gekommen sind. Das Ding ist irgendwie schon ziemlich hell, oder? Spiegelung irgendwie. Ja, und jetzt? Na, wir finden schon einen Weg hinauf. Es geht schon weiter. Aber wie komme ich hier gänzlich hinauf? Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, das erste Mal habe ich das geschafft, aber irgendwie jetzt bin ich ohne Planung. Und ich schätze irgendwie, dass das ja der falsche Weg ist. Oh Gott. Aber jetzt hier im dritten oder ist das der vierte Part? Ich kann es jetzt irgendwie gar nicht mehr sagen. Geht schon um einiges besser mit der Steuerung. Vielleicht sollte ich doch versuchen, dort drüben irgendwie rüberzukommen, ja. Ob das nicht einfach ist, weil jetzt, das kann ich jetzt, jetzt bin ich genau dort, wo die Stange auch vorher angefangen hat, oder? Und dort wollte ich eigentlich nicht hin. Ah, da hinten sind Treppen. Irgendwie ist es nicht hin. Ist nicht der Anfang? Ja, ist es sogar. Wie komme ich da hoch? Da war irgend so ein Durchgang. Aha. Mhm. Na, ich habe immer noch keine Ahnung. Irgendwie sind da zwei solche Dinge, aber die kann ich. Ich wette mal nicht, dass ich darauf komme, oder? Wieso versuche ich es eigentlich noch, ehrlich? Sind noch hinten im Durchgang drin. Hm.
bringt sich doch nichts. Verdammt, ich finde nichts. Ich finde wirklich nichts. Egal, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir ihn noch finden werden. Okay. Das hat sich irgendwie lustig ausgesehen. Toll, jetzt bin ich da oben. Und kann jetzt immer weiter. Weil der Krake vorher dieses Ding hier abgeschlagen hat. Ich würde aber so gerne drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob da oben nicht ein Schatz war. Nur was mache ich da oben eigentlich? Hat man da nicht irgendwas. Ich meine, vorher, ich wollte mal hinauf, weil das irgendwie so. Weil es irgendwie toll gewesen wäre, von da oben runter zu springen, habe ich mir eingebildet. Und ob das nicht irgendwie so ein Archivment oder so gegeben hat, ich weiß es nicht mehr. Aber angesichts der Tatsachen könnte ich das eigentlich auch weglassen, oder? Weil ich wüsste nicht, was ich da drum zu suchen hätte. Oder wie ich raufkäme. Ich habe sowas von keine Ahnung, dass ich es nicht beschreiben kann. Ich weiß nicht, was mache ich da drum? Das ist ein Ring, dass man sich rüberschwingen kann. Das heißt, man kommt so und so nur von einer Seite. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, das war die rechte Seite. Glaube ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber eine Sache ist da noch, die ich doch noch gerne ausprobieren würde. Und zwar ist das dieser seltsame Haken da oben. Wenn ich dann noch hinter einen schnellen Weg hinfinden würde, das wäre dann irgendwie cool. Da hinauf, denke ich. Okay. Also ganz ehrlich, ich fühle mich genervt gerade. Absolut. Kann ich jetzt nicht drauf, oder wie? Die Hälfte der Nerven wird hundertprozentig nur wegen diesen, ich muss mich unbedingt an den Stein klammern drauf gehen. Das war auch schon damals so. Ich habe mich gerade gewundert, wo ich bin, aber dabei bin ich eigentlich hier. Schon halbwegs richtig. Okay. So, ich muss da rüber. Wie komme ich da gescheit rüber? Ich glaube, da ist runter. Und rechts durch den Durchgang oder so. Irgendwie so war das. Genau. Und dann hier so hinauf. Ich weiß nicht, ob man sich das schon von ganz unten hätte absagen können, aber ich glaube, ich möchte das mal ausprobieren. Mhm.
Mal sagen, unsere Zeit ist schon wieder aus. Tja, aber ich möchte es jetzt trotzdem gerne noch machen, also nehmt es mir nicht übel. Ob ich nicht auch von hier aus den Magnethaken? Nein, nie im Leben. Nie im Leben. Wie komme ich denn da ganz hinauf? Hätte ich mich damit dann Magnethaken dann so hinüberschwingen sollen und dann ins Tor hinein, oder wie? Ins Tor, wenn man es so nennen kann. Ich meine, ich versuche es von hier aus, aber es hat nicht geklappt. Was man das ist gerade? Hey, vorher hat das geklappt, also das könnte man jetzt nicht weismachen, dass das beim zweiten Mal dann nicht mehr so ist. Aber wir sind wenigstens an der richtigen Stelle, also lege ich mich jetzt nicht weiter auf. So, was mache ich jetzt da? Also ich mach das hier und dann lasse ich mich so fallen und ja, kletten zum Hakenseil Mauer entlang. Y festhalten und hoch und runter bewegen. Das hat was. So wären wir, glaube ich, um einiges ruhiger runtergekommen. Und da kann man noch so Schwung holen, wenn man nach links und nach rechts. Genau, jetzt kann ich mich wieder erinnern. So. Ja, das wäre eindeutig um einiges ruhiger geworden. Aber ich wollte unbedingt ins Wasser springen. So, jetzt sind wir... Ah, warte, die Zeit war ja zu Ende, nicht? Und deshalb würde ich sagen, dass ich jetzt mal Schluss mache. Und im nächsten Part werden wir schauen, was hinter dieser riesigen Krakentür sich alles versteckt.